Und da sind wir wieder in der Jaila Arena zum Training der Krefeld Pinguine und damit ein herzliches Willkommen zum WZ-Videoblog zu den Krefeld Pinguinen, präsentiert von der Physiotherapie Simon Brüggemann. Leider verbuchen wir 0 Punkte, das heißt zweimal haben wir verloren am Wochenende, einmal gegen Iserlohn und einmal gegen Nürnberg. Gegen Nürnberg war es knapp mit 0:1, die Jungs haben aber bewiesen, dass sie kämpfen und Charakter gezeigt. Und gegen Iserlohn hat man in den letzten Sekunden noch ein Tor kassiert und konnte leider ins Penaltyschießen nicht reingehen und die Punkte stehlen. Jussi Rinnes ist früher vom Eis gegangen, zweite Mal diese Saison. Ich hoffe, ihm geht es natürlich besser. Wir haben ihn gleich im Gespräch zusammen mit Dimitri Petzold. Und erstmal ein herzliches Glückwunsch noch an Thorsten Ankert. 700 DEL-Spiele, ein Dauerbrenner. Wir sind stolz, dass er bei uns ist. Und jetzt fragen wir die Jungs mal. Wie bereits angesprochen, Thorsten Ankert hier neben mir, der Kapitän der Krefeld Pinguine. Und auch nochmal herzlichen Glückwunsch persönlich. Wie ist das denn für dich? So lange schon in der DEL mit dabei, da gewinnt man doch schon an Erfahrung, ne? Ja, also mit, wie du schon gesagt hast, sind ein paar Jahre jetzt schon auf dem Buckel und ja, da hat man schon einiges gesehen. Ja, und wir haben auch einiges gesehen schon diese Saison und im Moment haben wir natürlich jetzt wieder ein Wochenende gehabt, wo wir auch ein bisschen Pech hatten, ne? Und man hat leider nur einen Punkt mitnehmen können. Wie sieht es denn eigentlich aus im Moment, die Verfassung der Mannschaft? Der Jussi war natürlich auch angeschlagen, sind die Kräfte voll da und generell, ich meine, ihr habt auch einen Endspurt vor den Playoffs, ne? Ja, ich glaube, der Jussi hat jetzt heute das ganze Training gemacht. Ich glaube, denen geht's gut. Schon mal gut. Die Gefühlslage der Mannschaft, ja, wie was schon angesprochen hast. Die Spiele waren sehr knapp, gerade das Iserlohn-Spiel. Und ja, das gibt natürlich immer so ein bisschen Knacks, aber du kennst das selber. Da hat man Montag dann Zeit, da denkt man nochmal viel darüber nach. Aber dann eigentlich, wenn man dann Dienstag, Mittwoch wieder beim Training ist, ist die Sache eigentlich wieder abgehakt. Und ja, jetzt versuchen wir uns auf die nächsten Spiele vorzubereiten. Klar, was natürlich der Fan draußen immer manchmal nicht versteht, ist, dass wir schon oder ihr das jetzt schon abhaken könnt und direkt wieder von vorne starten könnt. Nur was jetzt vielleicht so ein bisschen aufgefallen ist, ist, es hat sich ja so an sich nicht viel verändert. Und meinst du, es müsste nochmal ein gewaltiger Ruck durch die Mannschaft kommen oder irgendwas passieren, dass man nochmal die Playoffs erreicht? Oder sollte man so weitermachen? Ja, mit einem gewaltigen Ruck, keine Ahnung, was das jetzt sein sollte. Ich denke, wir haben die ganzen letzten Spiele eigentlich gezeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind, dass wir die Spiele eng halten, dass wir nicht mehr viele Gegentore kassieren und unsere Unterzahl ist besser geworden und so. Viele Sachen sind positiv und nur man darf halt auch nicht vergessen, dass die anderen Mannschaften auch jeden Tag arbeiten und die hören jetzt nicht auf und ich denke, solange wir in jedem Spiel drin sind, dann werden wir auch wieder eins und zwei hintereinander gewinnen und mit dem Selbstvertrauen kann man dann vielleicht auch eine Serie starten, aber ich denke jetzt nicht, dass es irgendwie was Großes oder so passieren müsste, weil ich denke, spielerisch und so wie wir uns jetzt die letzten Spiele gezeigt haben, sind wir eigentlich auf dem richtigen Weg. Ist ja auch richtig. Und das ist das, was manchmal, wie gesagt, der Fan von außen dann auch schwer verstehen kann, dass man dann immer wieder aufs Neue gegen starke Mannschaften spielt, die auch Eishockey spielen können, dass die Jungs also nicht von heute auf morgen, sage ich mal, mit einem anderen Gesicht hier sich zeigen können, sondern man tut ja schon was. Es war ja auch jetzt knapp. Bleiben wir mal kurz einmal aber auch an der aktuellen Situation der Pinguine. Was ist im Moment, sage ich mal blöd gesagt, die Info, die die Mannschaft hat? Habt ihr ein Gefühl vermittelt bekommen, dass es nächstes Jahr weitergeht? Oder habt ihr selber schon ein bisschen Zweifel dran? Erzähl mal so ein bisschen, wie die Mannschaft im Moment mit dem Thema umgeht. Ja, die Mannschaft, muss ich sagen, geht jetzt momentan relativ kühl mit dem Thema um, weil wir, wie jeder in ganz Krefeld, sind jetzt schon so viele Monate mit dem Thema beschäftigt und jeder hat dann immer Hoffnungen auf die nächste Versammlung gelegt und dann ist wieder nichts passiert. Also, wie gehen wir an die Sache ran? Also ich denke, dass mittlerweile ist das jetzt, natürlich ist es noch ein Thema. Unser Stand ist eigentlich der gleiche, der jetzt nach außen in der Zeitung oder so kommuniziert wird. Und aber natürlich, der Matthias gibt uns ab und zu mal ein Update, wie es da aussieht. Aber ich glaube momentan, weil wir halt jetzt schon so lange in diesem
in diesem Kreis mit drin hängen, ist es eigentlich schon zum Alltag geworden. Man fokussiert sich auf Sportliche halt. Eben, also wir haben am Anfang, wie gesagt, noch vor ein paar Monaten haben wir dann immer sehr den Fokus drauf gelegt, was passiert jetzt bei der Gesellschafterveranstaltung. Und dann ist nie was passiert, dann immer und jetzt, nach, wie gesagt, so vielen Monaten ist es eigentlich so, dass wir sagen, komm, Kopf frei, wir spielen Eishockey, was anderes können wir eh nicht machen. Fokussieren uns auch nicht so sehr auf die ganzen kommenden Gespräche oder so, die noch zu führen sind. Ja, wir machen unseren Teil, sag ich jetzt mal so, und die machen ihren. Genau, also ja, so einfach oder wie simpel sich das anhört, so ist es dann auch leider, weil ja. wir stecken da halt nicht mit drin. Wir können eigentlich nur helfen mit guten Leistungen, da unser Signal irgendwie vom Eis auszugeben, und ja, darauf fokussieren wir uns. Richtig gesagt, man muss die Decke drüber legen und sagen, okay, wir als Team zusammen und geschlossen. Thorsten Ankert, vielen lieben Dank für die offenen Antworten und viel Erfolg jetzt am Wochenende. Dankeschön. Und einer der starken Torhüter der Krefeld-Pinguine, im Moment noch Krefeld-Pinguine-Torwart, Dimitri Petzold. Wie gesagt, du bist reingekommen, letztens kurz vor Schluss. Ich weiß ja selber, es ist nie einfach. Dann kommt man ins Penalty-Schießen. Du kannst den Leuten mal draußen erklären, was für eine schöne Aufgabe das ist. Ich weiß gar nicht, womit man es vergleichen kann. Wahrscheinlich, wenn man eine Stunde ohne Klamotten bei Minusgraden verbracht hat und dann auf einmal irgendwas mit Feinmotorik anfangen soll. Ja, so. Es ist nicht einfach. Nein. Aber gut, es war ja auch ganz knapp. Leider haben wir nur einen Punkt nach Hause gebracht, aber es lag ja sicherlich nicht an dir. Jetzt mal generell geschaut auf dich persönlich, wie gesagt, du wirst ja, wie bekannt ist, den Verein verlassen. Ist sicherlich für dich auch wieder schön, dass man familientechnisch wieder näher an zu Hause ist, ne? Ja, also die Frage stand schon letzte Saison offen, haben wir uns entschieden zu Hause, dass ich ein Jahr noch drauf lege. Jetzt haben wir im November nochmal zu Hause darüber gesprochen, wie es weitergehen soll, und es war klar, dass es Richtung nach Hause geht, und von daher wird meine Zukunft sich in der Nähe von zu Hause abspielen. Ist immer auch sehr schön, dass auch schon viel erlebt in der DL und so weiter. Ich denke, da kann man ja so sagen, wo es jetzt praktisch zum Schluss der Karriere geht, nochmal so ein bisschen Heimat. Ne? Ist auch toll. Bleiben wir mal trotzdem beim Eishockey. Wir haben jetzt heute gesehen, wir hätten ja auch den Jussi Rinnis gehabt, aber leider ist der jetzt früher vom Eis gegangen, hat noch ein paar Behandlungen, wir wollen heute nicht stören. Umso mehr Zeit haben wir für dich. Ist schon irgendwie klar, ob du jetzt die nächsten Spiele machst oder inwiefern es mit Jussi ausschaut, oder ist noch alles offen? Oder? Ich denke, das wird jetzt vom Tag zu Tag entschieden werden, wie es ihm geht. Und der ist im Moment sehr gut drauf, deswegen hoffentlich erholt er sich schnell und kann wieder spielen. Ja, aber auf jeden Fall ist ja das Tolle, wie der Martin, Vorteil. Wie gesagt, du hast viel Erfahrung, du hast schon viel gesehen. Man hat hier praktisch zwei Nummer 1 Torhüter. Kannst auch mal, das ist auch so was, was ich immer gesagt habe, es ist wichtig, dass man da sich verlassen kann auf beide Torhüter. Der Fan versteht das manchmal nicht. Manchmal kommen so Fragen auf, ja, ist der jetzt gut genug für die Bank, ist der jetzt gut genug im Tor und so weiter. Ich sage immer, Leute, man muss zwei stabile Torhüter haben, das haben wir ja jetzt hier. Ist denn schon bekannt, wenn du nicht hier sein solltest, wer dann praktisch den Bankplatz einnimmt? Das ist nicht meine Aufgabe erstens. Ich hoffe, dass ein Kandidat gefunden wird, der die Qualitäten einfach mitbringt und die Sicherheit mitbringt. Und wie gesagt, das hängt nicht von mir ab. Ja, natürlich, klar. Also auf jeden Fall hatte man jetzt die komfortable Situation. Aber wie gesagt, wir wünschen dir auf jeden Fall für die Zukunft alles Gute. Und vielleicht sehen wir uns ja noch in den nächsten paar Tagen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute. Und wie gesagt, Pinguine weiter unterstützen, denn die brauchen jetzt auf jeden Fall jeden Fan. So, das war's wieder mit Am Rande der Bande. Ich hoffe, ihr habt ein paar Infos sammeln können und ihr habt Spaß gehabt beim Zuschauen wie jedes Mal. Wir haben zwei schwere Spiele. 19.30 Uhr spielen wir zu Hause gegen Mannheim und 16.30 Uhr sonntags in Ingolstadt. Das heißt, es werden ein paar Brocken sein. Die Jungs hier, die sich sonst hier umziehen, müssen sich also auch so warm anziehen und auf jeden Fall wichtige Punkte mitnehmen, denn die Playoffs stehen ja bald vor der Tür. Was ich jetzt mache ist, ich gehe mal rüber zu Jessica, leg mich jetzt mal zum Kai und lass mich mal eine Runde kneten, weil ich bin auch schon alt und habe einen kaputten Rücken von dem Mist. Aber ich muss warten, wie gesagt. Erst die älteren Spieler, man muss Respekt haben, und dann die ex-jüngeren Spieler. Ich wünsche euch auf jeden Fall alles Gute und wir sehen uns hoffentlich nächste Woche. Bis dann. Servus.